Guten Morgen, ihr Lieben. Heute, meine Stimme mal morgens, ne? Der absolute Knaller. Heute soll es um eine Palette gehen, die mich am Anfang überhaupt nicht interessiert hat. Ihr dürft jetzt raten, wenn ihr mich bei Instagram verfolgt und ein bisschen meine Mädels auch verfolgt, dann wisst ihr, um welche es sich handelt. Und zwar die neue Palette von Huda Beauty. Die hat mich am Anfang überhaupt nicht angesprochen. Ich hab Bilder gesehen. Es war für mich einfach nur eine Palette. Ich kann auch anders, da habe ich geschrieben, ja, ich kann auch anders, aber mich wirklich eine Palette null reizt. Ich habe sie auch am Anfang nicht gekauft und nix. Und dann habe ich sie so angeguckt und gedacht, ja, was soll ich damit schminken? Das ist alles so, so durcheinander und nichts richtig Zusammenhängiges und nichts, was mich begeistert. Auf jeden Fall geht es hier um Mercury Retrograde Huda Beauty Palette. Ich hatte null Interesse daran, wirklich. Es hat mich null interessiert. Dann kam bei meinen großen YouTubern-Mädels auf Russisch nach und nach Reviews und auch die Begeisterung. Ich habe das einfach auf dem Lied gesehen und es hat mir einfach fantastisch gefallen. Die Looks, ich finde, Fotos ist immer schwierig zu sagen. Deswegen wird es heute auch eine First Impression. Ich hänge drei weitere Looks an dieses Video dran und dann meine ehrliche Meinung, denke ich. Also ich werde das so zusammenschneiden dann. Ich werde jetzt die nächsten 3 Tage mich einfach mit der Mercury Retrograde schminken und dann gucken wir, was passiert. Und zwar, was mich einfach am meisten begeistert hat, von der Verpackung her, ich mag lieber diese Pappverpackungen. Ich finde sie auch nicht so schwer aufzumachen, um ehrlich zu sein. Meine geht ganz einfach auf. Viele hatten sich da irgendwie beklagt, dass sie damit einen Stift. Also meine geht ganz einfach auf. Und ich war so fasziniert von diesem holographischen Grün hier. Ich bin fast ausgerastet, ne? Und das Lila, also ich habe die Swatches gesehen. Mal besser, mal weniger besser, aber ja, ist halt okay, sag ich mal. Ich trage mir auf jeden Fall einen Eye Primer auf. Meiner ist jetzt hier von Essence. Nicht der beste, muss ich ehrlich gestehen, mittlerweile. Vertrage ich ihn nicht ganz so gut. Also manchmal creased es halt, gerade im Sommer hat es immer Ja, gecreased, wo ich dann creased. einfach nur meine Augen schmink. Wie heute auch, denke ich. Oder ich hänge nochmal eine komplette Review an ein nächstes Video. Ich habe im Test derzeitig die Jeffree Star Pinsel. Die kommen in so eine süße Tasche, die werde ich auch dafür benutzen. Also ich werde dafür auf jeden Fall für meinen Augenpinsel diese Dinge benutzen. Es reicht auch. Ich hätte ja auch einfach Wie gesagt, es ist morgens, es ist 7:15 Uhr. Mein Sohn schläft mega lange heute. Der hört mich auch gar nicht, obwohl er genau neben mir liegt. Der hat echt einen festen Schlaf. Jetzt muss ich doch mal gucken. Okay, ich habe jetzt gerade einfach ein bisschen Panik bekommen. Wir fangen an. Ich habe schon so ein bisschen, ich weiß, wo es mich hinführt. Ich möchte am liebsten Crush nehmen. Das ist dieser wunderschöne, ja, Ton. Viele haben sich beschwert, dass es das alles wieder so rosalastig ist. Mal gucken. Ja, es ist schon rosaner als in dem Teil hier. Es ist sehr schwierig, sehr schwierig, sehr schwierig, eine eigene Meinung zu finden, wenn man so viele Reviews sieht. Aber meine, ihr wisst ja, ich bin immer ehrlich zu euch, egal ob ich was zugeschickt bekomme, ob ich das selber mir gekauft habe. Ich sage immer meine Meinung, wie ich es finde. Und ja. Von daher, er ist schon etwas rosa, aber es ist ein kühles Altrosé. Mag ich sehr gerne, denn ich möchte heute, glaube ich, auf die Kacke hauen. Möchte ich auf die Kacke hauen? Ich denke ja. Wir hauen mal auf die Kacke. Ich habe überall Fussel von meinem Pullover. Das ist abartig, sage ich euch. Echt abartig. Ich finde, 70 Euro für eine Palette echt heftig. Also wirklich, das kommt schon fast an der Tasche Denona im Sale rüber. Ist es schon heftig. Und sie sind sehr, sehr pudrig. Ein bisschen Kickback gab es, aber ganz wenig. Ja.
weiß gar nicht, was ich zum Verdunkeln jetzt benutzen möchte. Ich benutze Vortex. Vortex. Das ist ein Lila. Ich versuche ihn langsam aufzubauen. Ich vermute, dass die oft fleckig werden, wenn halt die Basis nicht gesettet ist. Dann frisst sich der Ton so ein bisschen rein. Und wenn man aber vorsichtig arbeitet, also eher so nicht gleich drauf klatscht, dann geht das. Sieht das im Moment noch ganz gut aus? Ich weiß nicht, natürlich tastet man sich so ein bisschen ran, aber man kann doch nicht gleich draufklatschen. Man weiß doch gar nicht, wie die Töne sind, wenn man sie das erste Mal testet. Und das ist definitiv eine First Impression. Ich war ganz kurz mit meinem Finger, glaube ich, in dem Grün drin, aber das sieht man nicht, weil ich sie einfach unbenutzt euch auch vorstellen wollte, weil ich sie tatsächlich noch nicht benutzt habe. Und nicht schon Fingerdätscher, ich finde es. Ja, ich weiß es nicht. Manche Natasha Denona Paletten sehen echt zerfetzt aus. Meine zum Beispiel, ich gehe damit ganz sachte um, weil ich genau weiß, es gibt so viel Dreck und ich hasse es, wenn meine Palette so dreckig ist. Und gehe jetzt mit meinem flach gebundenen Pinsel, wo ich einfach den Dreck raushole. Ich muss sagen, die Jeffree Star sind etwas hochwertiger. Von dem Morphe kosten aber auch doppelt so viel, ne? Ich benutze jetzt auf jeden Fall das hier. Das Grün. Das heißt Mercury. Das ist sehr, sehr krümelig. Ich habe meinen Pinsel noch nicht angesprüht und noch gar nichts gemacht. Es ist ein bisschen so. Wir sprühen mal an. Sprühen gleich direkt mal auf der einen Seite da an. Ich benutze Rosenwasser zum Ansprühen. Das ist für mich nicht so ätzend, sage ich mal, wie manch anderer Spray auf dem Augenlid. Ich habe manchmal das Gefühl, bei so einem Spray, was fürs Gesicht ist, ist manchmal Alkohol drin und dann reizt es mein Augenlid sehr. Oh ja. Da kommt richtig dieses Grün-Blau raus. Hier dagegen ist es noch so ein bisschen, wie als wäre es ein bisschen matter. Also alleine wegen dem Ton hat sich das natürlich mega gelohnt. Der hat mich aber auch von Anfang an angesprochen. Ich bin so ein Blauträger irgendwie geworden. Keine Ahnung, wir wollen hier ja auch Wumms haben. Ich weiß nicht, könnt ihr diese Schönheit einfach sehen? Ich liebe so metallische grün-blaue Lidschatten derzeitig. Und hinten würde ich gleich nochmal mit Vortex. Ja. Ganz, ganz toller Lidschatten. Gefällt mir ausgesprochen gut. Ich mache so ein bisschen meinen Lidschattenpinsel sauber. Guckt, dass auch nichts abkommt vom anderen Ton. Und jetzt möchte ich Galaxy. Nee, Kos. Ich möchte Cosmic. Ja. Cosmic ist ein rosaner Ton, den möchte ich jetzt an meinen Innenwinkel packen. Bin mir nicht so sicher, ob da was gerade abgeht oder. Der ist sehr. Nee, das funktioniert nicht. Ich teste Momentum. So ein helles Peach. Und dann trage ich Cosmic auf. Dann muss man sich so ein bisschen reinbohren.
weil der selber nicht so viel Farbe, finde ich, abgibt. Vielleicht, wenn der Pinsel wieder feucht ist. Ich dachte, ich war mit dem Stiel da dran. Ich könnte weinen. Dieses Blau. Bisschen so hochziehen. Okay, ich gehe wieder mit dem Pinsel, wo ich Farbtext auch drauf getragen habe, einfach in meinen Innenwinkel. Versuche hier ein bisschen zu verdunkeln. Also, ich meine, es ist jetzt nicht so dramatisch, auch nochmal. Ich meine, bei 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 18, 18 Tönen, da auch das ganze Farbschema zu treffen. Wisst ihr, was ich meine? Dass man hellen matten hat, einen dunklen schwarzen. Ich meine, irgendwo muss man hier Abstriche machen. Aber ich weiß schon, ich sehe schon ein bisschen Fleckigkeit da drin. Wieder anwesend. Ich hoffe, die Foundation kriege ich noch verblendet. Ja, also 1 Milliliter für 2 Tage ist ein guter Durchschnitt, würde ich sagen. Aber ich habe zu lange gewartet. Sie trocknet dann doch schon gerne ein. Ich werde sie mir nicht nachkaufen. Ich fand das Ergebnis einfach nicht schön. Es sah alles so speckig aus und ja, hat mir einfach gar nicht gefallen. Ich brauche schon eine matte Foundation. Ich habe geschaut und ich brauche schon etwas, was mich etwas länger matt hält. Ich habe irgendwas im Auge. Ich kann doch nicht sagen, was. Ja, das nervt mich ein bisschen. Seht ihr das? Es ist zwar wunderschön, aber es nervt mich, dass es nicht Pigment an Pigment ist. Es ist oftmals so bei gepressten Pigmenten, dass es einfach da nicht klebt. Aber das ist bei einer. Ich weiß nicht, ob das gepresste Pigmente sind. Mir hat die Palette doch einfach gut gefallen und deswegen habe ich sie gekauft. Und ich schäme mich kein bisschen, gesagt zu haben, dass ich sie nicht haben will. Das heißt auch nicht, dass ich euch auf den Arm nehme, sondern am ersten Moment, als sie rauskam, war das so, nee, dafür 65 Euro auszugeben. Ja, gut, den mag ich jetzt. War überhaupt nichts mein. Überhaupt nicht mein. Ja, Ding, wo ich dann denke, ne. So, ich habe noch so ein Produkt, bei dem ich das gerne noch einmal testen würde, um dann abzugeben. Ich habe gestern nicht unbedingt einen Effekt gesehen. Vielleicht habt ihr ja gestern einen gesehen. Hourglass Ambient Lightening Palette. Ich sehe einfach kein Ergebnis. Ich bin noch unter 30. Vielleicht liegt es auch daran. Aber ich kann euch nicht sagen, ob das mir was schöner gemacht hat. Null. Also ich benutze den hellsten Ton hier. Mama, ich das gut Es ist das, hinbekomme. ja. Also es macht es nicht hässlicher, aber ich sehe auch kein Wow. Kein Hundeeffekt Wenn hier. du fertig bist. Also für 60 Euro, Mama, Leute, nein. wenn du fertig Ja, genau, Schatz. dann mache ich mal dein Länder. Ich wollte doch eine Seite so testen. Ob das jetzt mit einem anderen Puder affiger aussieht. Oder nicht. Also ob es halt. Okay, ich sehe schon einen Unterschied, muss ich sagen, dass da einfach eine leichte Puderschicht drauf liegt und hier nicht. Ich werde mich sehr gut abpudern. Vielleicht sieht man das auch da. Sieht man das? Naja, bei. Ich habe morgens halt immer so ein bisschen Nicht kalt hier. dick aus. Ich werde ihn ausrangieren. Für mich keine 60 Euro wert.
für jemand anderes, der liebt es vielleicht. Vielleicht werde ich mich auch irgendwann dazu durchdringen, ihn nochmal zu kaufen, wenn ich an die 50 gehe oder an die 40. Aber im Moment finde ich nicht, dass ich ihn nötig habe für 60 Euro. Nee, ich bin noch nicht fertig. So, kommen wir zu einem anderen Produkt, wo ich mir eigentlich sicher bin, dass ich es behalte. Nur bin ich mir nicht ganz so sicher mit der Farbe. Und zwar ist die Rede von dem Bronzer. Ich weiß nicht, ob der mir einfach nicht doch ein bisschen zu orange ist oder doch eher so bräunlichige. Mama, ich sehe nicht. Gleich, Schatz, ich zeig dir gleich, okay? Ich sehe nur mit diesen Ecken. Also das Cremeprodukt kann man mal machen, aber auch dadurch wird man ein bisschen speckig. Deswegen lassen wir das heute mal weg. Weil der Fokus soll eigentlich rein theoretisch nur, ja, also, das Puten, nein. So, dann benutze ich den Super Glow. Den Super Glow. Da und da. Super Glow. Und dann nehme ich den Highlighter, das ist der Impact Powder Highlighter, und gebe den nochmal drüber. Das gibt nochmal Wumms, nochmal extra Wumms. Also ich stehe so aufs Champagner-Gedöns. Also von daher ist das schon mal machbar. Ich benutze jetzt auch den champagnerfarbenen Highlighter und trage ihn mir nochmal ein bisschen im Innenwinkel auf. Und erhoffe mir noch ein bisschen Wumms. Ich sehe ihn immer noch nicht. Da. Siehst du ihn? Nee. Immer noch nicht. Nur helle. Nur helle, ja genau. Das ist das. Super Wumms. Blush. Und unten an der Linie trage ich mal was Lilanes, denke ich, auf. Long Lasting Eye Pencil. Ich finde, man sieht ihn nicht besonders auf der Wasserlinie. Leider nehme ich einen etwas kleineren Pinsel. Schaut mal, den hier von Morphe, den habe ich auch neu. M149. Geh nochmal in die Palette Mercury Retrograde. Und trage mir das. So viele Farben. Ja. Echt? Das siehst du da oben. Und trage es mir unten einfach auf der Wasserlinie auf. Unten an dem Wimpernkranz. Fange vorne an und lass es nach hinten ein bisschen sachter werden. Huch. Bin ich hier aus der Bahn gekommen. Weil eigentlich das Glitzer echt schön ist, wenn man das gut. Mama, kann man Tete so mal Tastal später? Ja. Geht leider nicht, Schatz. Weil ja. Oma Tasche so weit weg wohnt. Und voila. Also. Passt wirklich gut. Ja, ein anderes Mal. Ein anderes Mal fahren wir wieder hin. Erst kommt Oma uns besuchen. So, ich würde sagen, ich tusche mir jetzt meine Wimpern und dann ziehe ich mir wahrscheinlich einen Lidstrich. Das mache ich eigentlich immer gerne. Und dann hole ich euch nochmal dazu, wenn alles fertig ist. Und wenn ich meine Lippen gemacht habe und nochmal meine Wimpern getuscht habe, dann sieht es einfach besser aus. Und dann gucken wir mal, was sie gekonnt hat. Ich zeige euch das mal ohne Wimpern. So, meine Lieben, mein Look ist fertig. Ich habe mir heute Morgen auch die Haare schon geglättet, als mein Sohn so lange geschlafen hat. Was heißt geglättet? Ich habe ein bisschen versucht, irgendwie Form reinzubekommen. Nach dem Waschen war das einfach nur Stroh auf dem Kopf. Bisschen Form und bisschen, dass so die Haare zusammen sind und nicht so durcheinander. Ja. Was soll ich sagen? Mir gefällt der Look ausgesprochen gut. Ich bin echt zufrieden. Also man kann Grün und Lila echt super kombinieren. Das Einzige, was ich zu bemängeln habe, ist einfach dieses dunkle Lila, das ist ziemlich fleckig geworden ist.
Vor allem hier fehlt überhaupt irgendwas. Dass man sagen kann, oh ja, schwierige Geschichte. Also ich würde sagen, echt schwierig mit diesem dunkellila, aber wenn man es einfach nur settet oder unten drunter was legt, funktioniert es. Also es funktioniert auch so, nur wenn man ganz genau hinschaut, dann sieht man eventuell die Fleckigkeit. Aber ansonsten, ja, Hammer. Also Natasha Denona, Tenpalette ja, Hourglass nein, für mich nichts, weil ich finde einfach nicht, dass es, ich finde meine Hautstruktur schöner ohne. Ich habe die Dose aufgemacht. Echt? Nicht die Tür, sondern die Dose. Boah, ist das ein Puzzle? Ja. Dann gehen wir zusammen machen, schnell. Ich guck gleich. Ja, also wir werden uns morgen nochmal mit der Palette beschäftigen und die nächsten 3 Tage sozusagen, dass ich euch 4 Looks drehen kann, um einfach zu gucken, was sie kann, ob sie auch 67 Euro wert ist. Es ist keine Palette der Welt, 67 Euro wert, nein. Die Huda macht Cash, Cash, Cash und macht so hu, hu, hu und wir so, ja. Ansonsten, ich liebe dieses Blau, ja, dafür hat sich das schon gelohnt, aber... Kauft es euch im Sale lieber. Ansonsten das Lila feiere ich, wenn ich das auf dem beweglichen Lid komplett gebe oder innen und Außenwinkel und innen drin einfach dieses Duochrom. Würde mir das auch gut gefallen. Ansonsten hoffe ich wie immer, das Video hat euch gefallen, war eine Inspiration. Habt ihr euch die Palette doch gekauft? Also wart ihr genauso wie ich Zwiespalt und nein und dann doch gekauft? Oder wart ihr von Anfang an große Liebe oder von Anfang an ne? Never ever. Schreibt es mir doch gerne in die Kommentare. Bis bald. Ciao. Guten Morgen, ihr Lieben. Herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute soll es der 2. Look mit der Huda Beauty Mercury Retrograde gehen. Wunderschönes Packaging. Und mich stört es überhaupt nicht, dass sie ihr Face drauf hat, weil es ist ihre Palette, ne? Können wir bitte mal nochmal drüber sprechen, wie schön das ist. Für euch wahrscheinlich nicht so schön wie für mich, weil ich finde tatsächlich, dass sie, wenn sie ankommt, viel, viel schöner ist, als sie, als man es im Fernseher oder irgendwo anders da sehen kann. Ich werde jetzt kurz meine Base drauf machen, meine Augenbrauen gestalten. Und zwar benutze ich heute mal den Jeffree Star Pinsel. Ich bin super gespannt, wie der hier sein wird und meine Pomade. Und dann komme ich einfach nochmal zurück. So, ihr Lieben, ich bin jetzt ready. Ready, um mit der Palette anzufangen. Ich habe mir unter den Augen, um den Fallout, sag ich mal, später besser abzunehmen, ein bisschen Creme drauf gemacht, damit ich meine Augen pflege, ich sie aufbrauchen kann. Und keine Ahnung, ob das was bringt oder nicht. Wir fangen definitiv jetzt mal an, andere Farben zu benutzen, die wir gestern noch nicht benutzt haben. Ich würde gerne mit dem Orangenen hier anfangen, mit dem da. Und den einfach mal in die Lidfalte geben. Gestern hat komischerweise mein Lid gecreased. Ich weiß nicht, woran es lag. Ob das jetzt durch die Base gekommen ist, weil wenn das jetzt nochmal creased, dann muss ich das echt lassen. Mit dieser Lidschattenbase, dann das tue ich mir nämlich nicht an. Ja, wenn man zu viel aufträgt auf dem Pinsel, dann creased es, dann pudert das tatsächlich. Aber können wir bitte darüber reden, wie schön es sich trotzdem verblenden lässt, obwohl ich mein Lid nicht gesettet habe. Sorry, dass ich ab und zu nasal spreche. Irgendwie habe ich heute einen Niesanfall gehabt. Ich hoffe nicht, dass ich so schlechte Abwehrdinge habe. Also es darf schon ruhig orange, Korall, es ist ein Korallton. Ich finde ihn auch sehr, sehr schön. Kann man ruhig aufbauen und er lässt sich gut aufbauen. Also man kann ihn mit einer leichten Hand auftragen oder man kann so ein bisschen mehr rausholen. So. Der hat gar nicht gefalloutet. Dreht schon Englisch und die Denglisch. So, dann
Also damit kann man eigentlich nur Nude oder Türkis oder Lila machen. Ich würde aber tatsächlich gerne meinen Innenwinkel verdunkeln. Ich trage mir mein Außenwinkel meine ich natürlich. Ich trage aber erstmal den Lidschatten auf. So ein bisschen schwierig. Das ist halt echt eine Nude-Palette. Nude oder ein bisschen, ja, so Schimmergedöne Bastentonus. auf. Daher, das ist super interessant. Der ist ja cremig. Und hat auch Glitzer. Ich weiß es nicht. Und den trage ich mir hier. Okay, mit einer Schicht kaum wahrnehmbar. Schaut mal, die sind sehr, sehr Vielleicht lag es auch daran, weil sie eh schon so. Vielleicht seht ihr das, das ist die Textur des Auges, obwohl ich echt kaum Probleme damit habe, dass meine Augenlider eigentlich unstraff sind. Super interessant ist die Farbe trotzdem. Vielleicht muss man sie eher tupfen. Ich habe ein bisschen so Krokolider jetzt. Das mag ich eigentlich auch nicht wirklich. Wenn es so die Textur der Haut, obwohl ich gar kein Problem hatte. Und die Creme ist fast vollständig eingezogen. Ich mache es mal in die andere Richtung. Und straf mal mein Lid. Ah ja. Seht ihr? Also nicht mal ganz so heftig, weil es war irgendwie so lang gezogen. Und dann waren es wieder in die andere Richtung. Dann zieht sich das wieder zusammen. Interessant ist, dass da so grünliche Glitzer. Also es ist ein Duochrom. Ein Braun mit goldgrünen Glitzerpartikel. Irgendwie sowas. Goldglitsch würde ich gerne benutzen. Das ist der Ton nebendran. Auch interessant. Wir haben aber leider nichts, um den Außenwinkel zu verdunkeln. Ich werde eine zweite Palette dazu nehmen, weil ich es einfach so, ist mir zu natürlich. Hier gibt es halt nichts und es ist für mich eigentlich kein Problem, einen hellen Ton und einen dunklen rauszusuchen. Ich habe sogar so eine Basics-Palette, die ich immer wieder, die ich überhaupt mal benutzen wollte. Die hier. Von daher, ich sehe, die Töne sind fantastisch, ein bisschen, ja, auf der Seite würde ich sogar mehr sagen, Vorlaut überall, als auf der anderen. Man sieht aber nicht auf den ersten Blick, dass es einen Unterschied gibt zwischen dem Ton und dem Ton. Ich, ja. Er hat vielleicht rosa Partikel drinne und der hat grüne Partikel drinne. Mein Sohn schläft immer noch. Ja, bis der aufsteht, schaffe ich ja niemals, einen Look zu schminken. Ich muss mal gucken, was im Video passiert ist und warum ich dort Lidschatten drauf habe. Kann ich euch jetzt gerade nicht sagen. Ich benutze meinen Korallton. Wenn das natürlich reicht, Leute. Das kann man so lassen. Ein bisschen Kajal auf mir die persönlich reicht das einfach nicht. Eich, eich, eich. Wir probieren den Extreme.
Stift von Essence mal aus auf die untere Wasserlinie. Ja, so. Es kann auch so bleiben. Und jetzt gehe ich den Minimalist von Elsie. Ich weiß es nicht, wie die Marke heißt. Auf jeden Fall haben sie so minimalistische Paletten, die ich ausgesprochen gut finde, weil ich finde, da ist einfach alles drin. Und ich würde tatsächlich dieses Dunkelbraun mal nehmen. Und die Pigmentierung, also ich glaube, ich bin dadurch auch von Jenny nicht Highlights, sondern eine andere Jenny gekommen, die mal ihre liebsten Lidschatten gezeigt hat. Und hat sie gesagt, das ist einfach ihre Go-To, also eine gute Palette, die man gut benutzen kann. Und wenn der dunkelste Ton ist, der nicht arbeitet, den werden wir auf jeden Fall morgen nochmal auftragen, den lilanen. Kann ich mir auch nicht helfen. Vielleicht erkennt man das, wo es am besten haftet. Vielleicht muss man erst dunkel werden und dann die Lidschatten auftragen, die schimmernden, weil sie haften einfach fantastisch auf den schimmernden Lidschatten. Und mein Pinsel ist auch voller Glitzer und mein Lidschatten auch, obwohl das eine matte Palette ist. Also das Glitzer geht schon ab und ich entwickle immer mehr Fallout. Ich würde sagen, bin ich ready oder bin ich nicht ready? Mal gerade einen sauberen Pinsel zur Hand, auch wenn er nicht sauber aussieht. Ja, so. Also ich bin jetzt soweit fertig. Ich habe mein restliches Gesicht auch schon bemalert. Irgendwas fehlt mir so am unteren Wimpernkranz. Den habe ich komplett vergessen, würde ich behaupten. Und ich würde sagen, ich benutze am unteren Wimpernkranz vielleicht den Ton hier. Ich zeige euch den gleich. Ich muss den mal kurz mit Pinsel sauber machen. Welche Farbe du nimmst? Und zwar den hier, diesen, der mit so einem grünen Schimmer ist. Und den trage ich mir am unteren Wimpernkranz einfach mal. Wisst ihr, das hat so ein bisschen Regenbogenglitzer. Jetzt, wo man es am unteren Wimpernkranz, finde ich, sieht man es viel, viel mehr. Denn irgendwie sind oben die ganzen Glitzerflocken flöten gegangen. Geh nochmal in die Mercury und guck mal, was sie zu bieten hat. Sie hat hier so ein, ja, ich würde ein Glitzer in Duochrom. Mama, das ist weiß. Ja, das ist weiß, aber das ist eigentlich nur Glitzer. Guten Morgen zum dritten Video mit der Mercury Retrograde Palette. Wunderschön. Wie gesagt, sage ich ja immer wieder. Die Dame ist wirklich schön. Wir haben dieses gute Stück und heute würde ich gerne das Bordeaux nehmen und ein bisschen so in die lila Richtung vielleicht gehen. Ja, ich glaube, das tun wir. Und zwar möchte ich wie immer mit meinem Augen-Make-up starten, weil ich es einfach sinnvoll finde, das zu machen. Weil sie doch krümelig ist und ich nicht unbedingt so viel Fallout haben möchte. Ich weiß nicht, gestern hat es auch bei mir gekrümelt, obwohl echt kein Wetter war. Vielleicht liegt es am Fixierspray. Ich werde heute ein anderes benutzen wie das Rosenwasser. Es hat mir gar nicht gefallen, dass es gecreased hat am Ende des Tages, weil man hat richtig in der Lidfalte gucken können. Was mich sehr ärgert bei 70 Euro. Also mich ärgert es natürlich auch bei Natasha Denona. Keine Frage. Aber mich ärgert das einfach, weil ich möchte einfach kein Gecrease, wenn ich eine Lidschattenbase auftrage. So, wir fangen auch direkt an. Ich möchte
So, ich möchte ein lila Flieder. Oh. Das ist nicht so das Sinnvollste für die Pinsel, dieses Swirl-Teil für so Echthaargeschichten. Echt nicht. Die überleben bei mir nicht so lange. Ich nehme hier, wie heißt denn der? Libra. Libra ist ein lila Ton hier. So ein Flieder, lila. Und gib mir das in die Lidfalte. Den kann man sehr gut erkennen. Morgen, also heute möchte ich das Lila benutzen. Das habe ich noch nicht benutzt und eher so in die Bordeaux, also in die lilane Richtung. Und morgen möchte ich mal unbedingt das hier ausprobieren, wie das ist. Vielleicht auch, nee, heute nicht. Ich Depp habe nämlich am vergessen, euch abends immer mal so ein Foto wenigstens einzublenden. Dann habe ich kein einziges Mal gemacht. So, also die lilane Farbe sieht man wirklich gigantisch. Wir erkennen auf jeden Fall, dass da lila ist. So, weil wir es ja so schön gemacht haben, benutzen wir jetzt den dunkelsten lila Ton hier in der Ecke. Der hat mir ein bisschen Probleme gemacht, um ehrlich zu sein. Der ließ sich zwar verblenden, aber der war da nicht mehr vorhanden. Vielleicht muss man den so ein bisschen ans Lid pressen. Ne? Also ich meine, wenn Make-up-Artisten damit Schwierigkeit haben, wie soll ich das als Nicht-Könner hinbekommen? Also so funktioniert es, wenn man das erste Mal aufträgt, funktioniert es ganz, ganz toll. Und wenn man dann verblendet, wird es meistens fleckig. Wobei das jetzt ganz gut funktioniert. Vielleicht war es einfach nicht letztes Mal der richtige Pinsel. Aber stauben tut's schon. Macht mir, wie gesagt, nichts aus. Die Palette kann man gut säubern, weil es aus Plastik ist. Ja. Da bin ich ein bisschen gut rausgekommen aus meiner Zone hier. Ich versuche tiefer zu gehen in die Lidfalte, so dass wir vielleicht heute auch mal eine Cut Crease ziehen können. Fühlt sich auf jeden Fall sehr, sehr trocken an. Ich mag ja Lidertöne. Also heute ist es wirklich, gestern kam ein Sommervideo, da war es echt unheimlich heiß. Ich glaube 40 Grad oder so. Und das habe ich gestern hochgeladen, weil ich einfach gedacht habe, noch ein Jahr warten. Ich meine, die Palette existiert schon nicht mehr in meiner Sammlung. Die hat schon jemand anderes. Dann sollten wir doch es jetzt zu Ende bringen, was wir angefangen haben. Ja, ich drehe oft das mal vor, wenn ich Zeit habe. Drehe ich einfach verschiedene Looks. Kann auch sein, dass ich an einem Tag drei Videos drehe und dann eine Woche lang nichts. Aber ja, selten. Ja, das war's ja schon. Noch dunkler geht ja hier eigentlich nicht. So, dann fangen wir mal an. Ich muss sagen, diese zwei Töne sind wirklich wunderschön für Nude-Looks, aber schwierig. Schwierig. Ich möchte mir jetzt auf jeden Fall einen Ton auftragen. Wir werden das Ganze noch mal hier mit Lila gleich, mit diesem hellen Lila was werden wir denn? Ausblenden, also es bleibt nicht so hartkantig. Das gefällt mir nämlich gerade selber überhaupt nicht, was ich da kreiert habe. Ja, vielleicht sieht man es, wie fleckig das ist. Und ihr könnt mir gerne ein Feedback dazu dalassen. Ist euch lieber so ein kleines Video kompakter, also mit drei, vier Looks, oder wollt ihr lieber jedes Mal lieber so, ich weiß es nicht, 20 Minuten Video? Also mir ist beides recht. Bei den 20 Minuten Videos muss ich halt nicht immer schneiden. Da kann ich es euch einfach so hochladen. Also ich mache das so, wie es mir am besten passt. Wenn ich jetzt merke, oh je, ich rede zu viel, was ich ja meistens tue, dann
Müsste ich da schneiden. Ich trage mir jetzt hier. Ja, wir machen das jetzt tun. Ich trage mir da eine Cut auf. Mit meinem Concealer. Ich nehme den vom P2. Bis jetzt, muss ich auch sagen, hat gar nichts gekrümelt, bis auf drei Krümele hier von dem Lila, was absolut in Ordnung ist. Ja, ich habe einen sehr sauberen Pinsel. Was die da alles für Acts machen. Als wenn die eine Cat Crease machen, dann denke ich mir, oh, da werde ich ja niemals fertig. Niemals. Jetzt krümelt es komischerweise. So, jetzt haben wir so eine Base geschaffen. Und jetzt trage ich mir mit einem sauberen Pinsel das Lila auf. Das hatte ich. Ich überlege gerade, ob ich das schon benutzt habe. Sieht auf jeden Fall so aus. Ich glaube aber nur am Wimpernkranz. Ich trage mir das Lila auf jeden Fall auf. Ultraviolett. Es war mir eigentlich klar, dass diese Lidschatten auf so einer beppigen Basis eigentlich am besten heben. Ich lasse nochmal hinten frei, weil ich noch nicht genau weiß, welchen Ton ich da auftragen möchte. Aber ich glaube, ich benutze mal den daneben, dieses Mi Bula. Hier tupfe ich nur mal. Weil ich weiß nicht, ob das so eine Creme-Konsistenz ist. Ich finde, wenn man mit dem Pinsel reingeht, dann verschiebt sich das. Also da ist schon was Cremiges dabei. So einen Ton habe ich bei Alice Marie in der Palette drinne. Das ist ein Lila mit einem grauen, blauen Unterton. Auf jeden Fall interessant. Ich werde jetzt in diesen Ton hier reingehen. Der da. Und achte bitte nicht auf meine Maniküre. Dieser Kanal ist nur dazu da, um euch zu inspirieren. Und nicht, um einen Schönheitsbewerb zu gewinnen. Und selbst wenn, wäre es ja meine Entscheidung, wie ich es gestalte. Ob ich das mit verhunzten Nägeln mache oder nicht. Also bitte bleibt immer freundlich. Unfreundliche Leute werden gleich gesperrt. Kritik immer her damit. Wenn mir jetzt jemand sagt, oh, das Licht ist zu dunkel, würdest du es bitte heller machen? Wir sehen nichts. Na, ist doch klar. Da bin ich doch froh, weil... Also er lässt sich auftragen, obwohl es Glitzer ist. Und er krümelt gar nicht. Aber... zuerst nochmal dunkel machen sollen. Ich mache es nicht heute dunkel. Also noch dunkler, als es jetzt schon ist, weil es eh krümelt. Also es wird eh fleckig sonst. Dieses Lila lässt sich auf diesen... Das ist so eine... Ich weiß es nicht, ob das Gel-Textur ist oder was es ist. Auf jeden Fall klebt es ja gut. Und ich kann das so ein bisschen drüber hinaus, dass man die Glitzerflocken sieht. So. Dann benutze ich meinen Blender. Ich bin ein Blender. Lalalala. Und gehe in das helle Lila, was wir am Anfang hatten. Das hätte ich eigentlich gar nicht gebraucht. Und gehe so über die Kanten nochmal drüber. Dass wir auch davon was sehen. Dann würde ich sagen, ich mache jetzt meinen Rest des Gesichtes fertig, Augenbrauen, mache mir das Fallout weg. Vielleicht könnt ihr das ja erkennen. Das Fallout hier und minimal da. Aber dafür klebt es Glitzer super mega gut dran. So, mein Gesicht ist abgepudert. Es kann also nichts passieren. Wir werden jetzt den unteren Wimpernkranz einfach machen und gucken, was... Huda bieten kann, auch da unten drunter.
Ich benutze wieder das Lila, das mit den schönen Schimmerpartikeln. Das ist wirklich ein schönes Lila. Hat Alisa Marie jetzt auch sowas in der Art? Von daher braucht man es nicht unbedingt. Schaut mal, dann benutze ich wieder das Glitzer, was ich vorher benutzt habe, und pack mir das unten am Wimpernkranz. Auch ein bisschen lang, also dass sich das so ein bisschen widerspiegelt. Muss ja nicht unbedingt sein, aber ich finde das Glitzer toll. Und ich finde Glitzer im Alltag echt cool. Ich muss sagen, es ist aber kein hochwertiges. Also ich habe sowas, so Glitzer, auch vom Make-up Revolution. Und irgendwie habe ich das Gefühl, es tut das Gleiche. Aber ja, ist halt in einer Palette von Huda drinne. Also werden wir es auch hier benutzen. Ich möchte noch ein bisschen in dieses helle Puder gehen. Mir das, dieses Peachige hier reinpacken. Und da oben drüber dann das weiße Glitzer nochmal drauf machen. Also, ich meine, es gehen Nude-Looks, es geht auch sowas. Also dieses Glitzer hier, diese Glitzerflocken, Mocken, die gerade gesehen, die Schneeflöckchen, Weißröckchen. Ja, das ist ein. Ich mag es nicht. Also ich mag diese Textur nicht, weil sie ist sehr bröckelig, sehr krümelig, sehr. Ja, sie zieht das Lid so zusammen. Das, was wir jetzt haben oben auf dem Lid, ist in Ordnung, aber dieses. Ich weiß es nicht, gepresste Glitzer, Glibberdingen. Das lässt sich wahrscheinlich nicht mal gut swatchen. Ja, das ist es. Naja. Okay, ich bin fertig. Ich ziehe mir natürlich einen Lidstrich und wenn ich mein ganzes Gesicht gemacht habe, komme ich nochmal zurück. So, meine Lieben, ich bin fertig. Was ich noch gemacht habe, ist ein Liquid Liner in der Farbe Lila von NYX aufgetragen. Wo auch immer ich den jetzt hingepackt habe. Keine Ahnung. Es Lila, einen schwarzen Kajal in die Wasserlinie. Ein Lipgloss noch von NYX in der Farbe 02. Ich muss sagen, mir gefällt der Look sehr, sehr gut. Einen ähnlichen habe ich auch mit Alicia Marie. Ja, die Palette besitze ich nämlich noch. Und zwar hier. Der da. Ich finde, der ist schon ähnlich. Der hier. Wie der innen. Ich finde aber bei Alicia Marie kommt dieses Blau-Grau, je nachdem wie man. Es ist halt ein Duochrom. Das hier ist ein Glitzer mit etwas Farbe unten drunter. Wisst ihr, was ich meine? Ich swatche die mal nebeneinander. Es ist, weil immer wenn ich irgendwelche Looks mache, sagen viele, oh, das ist ja wie Alicia Marie. Nicht alles. Also hier im Vergleich, das ist der von Huda und das ist der Alicia Marie. Da sieht man ganz, ganz deutlich, dass es eben nicht so ist. Ich swatche auch den anderen Duochrom mal daneben. Vielleicht, der kommt schon eher dem. Aber auch, es ist eine Mischung zwischen diesen zwei hier, was dann da rauskommt. Sie haben alle natürlich Lilas, gehört alles zu einer Familie. Ich muss sagen, mir gefallen alle drei super. Und ich bin froh, dass es keine gleiche Farbe ist. Für die anderen echt schade, weil der Preis halt einfach super gigantisch ist, aber. Ich sehe einen Unterschied und ich sehe ihn auch deutlich, auch auf dem Auge. Natürlich ist es für mich vom Gefühl her, was ich benutze, immer noch anders da, was ihr dann seht. Von daher, ja, also für mich ist das wirklich so eine Mischung aus diesen beiden Tönen, was da hier rauskommt. Da, der geht noch, der Finger. Und ja, ich würde sagen, morgen sehen wir uns nochmal. Und dann kommt so mein Fazit nach den vier Looks, ob ich die Palette dann auch letztendlich behalten werde oder weitergeben oder wie auch immer. Denn dieses Teil durfte auf jeden Fall in meiner Sammlung bleiben. Und ja.
Wir sehen uns im nächsten Video. Ciao, ihr Lieben. Ihr Lieben, herzlich willkommen zu einem weiteren Video mit der Retrograde Mercuri. Ich vergesse jedes Mal, wie sie heißt. Nein, Mercuri Retrograde Palette von Huda The Beauty. Ja, wir wissen, wie sie aussieht. Heute würde ich unbedingt gerne mal einen Türkiston benutzen. Und zwar den hier in Kombination mit irgendeinem anderen. Ich hatte schon einen schlichten Look. Ich hatte zuallererst diesen grünen Ton drauf. Den Ton möchte ich jetzt mir erstmal mal in die Lidfalte geben. Und zwar fange ich doch mal an. Ich kann auch nächste Woche schon direkt ein Review-Video über die Pinsel von Jeffree Star machen. So. Ich gehe natürlich in das Türkis und das Hates. Oder Hates, Hearts, Hates, keine Ahnung wie. Und trage mir das auf. Ich habe gerade eben, was habe ich gemacht? Sehr, sehr staubig, sehe ich gerade. Ich habe gerade einen Primer natürlich aufgetragen. Wie ihr seht, habe ich meine Base schon fertig. Ich bin super gespannt, wie viel Krümel ich am Ende vom Lid drauf habe. Aber man sieht ganz, ganz deutlich die Farben. Heute bin ich mal wieder überhaupt nicht mit meinen Augenbrauen zufrieden. Ich habe sie nur schnell meine Base gemacht, damit ich nicht so fertig am Tag rumlaufe. Meine Kinder verstehen sich wieder prächtig. Okay, das hätten wir. Aber womit verdunkeln wir? Also muss das jetzt so bleiben, weil wir nichts anderes haben, um das zu verdunkeln. Jedenfalls nicht in diesen, wir haben kein Dunkelblau, wir haben jetzt nicht so, ja, was wir dafür benutzen könnten. Also bleiben jetzt einfach mal so türkis. Und ich gucke mal, welche Farben ich noch nicht benutzt habe. Ich glaube, ich nehme dieses Weinrot und gehe mit so einem ganz, ganz feinen Blenderpinsel, den ich mal gerade in der Hand hatte. Den habe ich noch gar nicht benutzt vom Morphe. Geh da so rein, guck, was das aufnimmt. Krümelt fast überhaupt nicht. Und gehe mal da so in die Lidfalte damit. Und ich wieder zu ein Papagei. Wenn man das Blau ein bisschen, also das Türkis ein bisschen ausblendet, sieht es ein bisschen aus wie ein blaues Auge. Ja, ich muss mal kurz gucken, in welche Richtung mich das führt. Ich muss sagen, ich habe echt gemischte Gefühle der Palette gegenüber. Ich finde die Farben echt toll und auch fast schon einzigartig und sowas. Das Problem ist einfach nicht so viele Pärchen, also nicht so viel. Man ist dann sehr schnell bunt. Also gerade wenn man die oberste... Na gut, eigentlich nicht. Eigentlich hat man mit der obersten Reihe immer ein Ton, den man aufs Lid packen kann. Und die anderen ja so ein bisschen ausblenden. Ich habe jetzt 1, 2, 3, 4. 4 Töne noch nicht benutzt. Und den ich jetzt gerade drauf habe, den habe ich auch noch nicht verwendet. Also man kann wirklich gut Details arbeiten. Der ist so mini. Schaut mal. Der ist fast so groß wie mein Schneidezahn. M562. Man weiß als nicht, womit man es vergleichen soll. Ich hätte ja auch mal Auge nehmen können oder Nase, Naseflügel. Nee, ich muss... Ich benutze nochmal so einen fester gebundenen Pinsel und gucke mal, was ich damit erzielen kann. Wisst ihr, diese Töne machen mir keine Schwierigkeiten, um ehrlich zu sein. Die kann man super aufbauen, super miteinander verblenden. Der einzige, der echt schwierig ist, ist Vortex. Der hat... Also ich meine, ich habe auch sehr, sehr trockene Hände und genau so fühlt er sich an. Der fühlt sich an wie... Nee, Also es lag an meinen Händen. Ich habe wirklich mega rissige Hände. Ich müsste sie eigentlich mal 5-mal am Tag eincremen, damit sie nicht mehr so rissig sind. Ich
kann aber, ich vergesse es so oft, weil man ist so ein bisschen behindert, wenn man nicht genug. Ja, sie reißen so an sich einfach, die ganze Haut reißt einfach auf, das ist voll anstrengend. Also ja, komisch. Obwohl ich meistens beim Putzen Handschuhe und sowas anhab. Ich muss sagen, das, was ich gerade hier so ein bisschen gestalte, gefällt mir nicht ganz so gut. Aber wir gucken, was passiert, wenn wir soweit sind. Ich guck mal, in welche Richtung. Ich nehme Galaxy. Das ist auch so eine Cremetextur, die hätten sie auch oben hinpacken können. Den habe ich noch nicht benutzt, und zwar ist es der hier. Es ist eigentlich ein rosa. Ein rosa Schimmer. Also, ich habe mir so ein bisschen, seit ich mit der Natasha Denona Metropols gearbeitet habe, die auch manchmal bei manchen Tönen so echt krümelig ist, obwohl sie von der Textur her, ich habe gar kein Problem damit, wenn ich ein bisschen Fallout habe, außer ich habe mein Gesicht vorher gemacht. Und das habe ich ja heute. Zwar sieht es nicht mal so schön aus, wie es mal ausgesehen hat, aber ja. Okay. Ich weiß nicht, ob es das hässlichste Look ist, den ich ever geschminkt habe. Ever and ever and ever. Ich glaube schon. Gefällt mir auch irgendwie nicht so. Nicht so richtig. Aber man kann sie ganz, ganz toll aufbauen. Ich glaube, ich möchte entweder das Lila da hinten oder das Grün. Ich glaube, ich benutze das Grün mal da hinten. Also ich meine dieses wunderschöne Grün hier. Oh, das ist so schön. Das da. Und trage mir das hier so auf. Es ist jetzt keine Revolution, muss ich sagen, mit den Tönen. Der einzige, der wirklich so faszinierend ist, ist der hier. Die Glitzer, also ich meine von der Farbe her, man kennt schon so einiges. Es muss halt einfach einem gefallen. Ja, ich meine, für 50 Euro kann man mal machen, ne? Vielleicht 53 Euro. Aber keine 75, keine 68 Euro, nee. Ich finde, das ist einfach zu viel Geld. Für sie bröselt. Man hat am Ende vom Tage ein bisschen Glitzer unten. Ja, das habe ich auch bei billigen Lidschatten. Das habe ich bei günstigen Lidschatten. Aber im Grunde genommen bleibt alles da, wo es ist. Also für das, dass ich so viel Glitzer gestern auf dem Lid hatte, das hat man auf Fotos gar nicht gesehen. Das sieht man vielleicht im Video. Aber nicht auf Bildern. Moment mal, ich versuche euch das ein bisschen so zu zeigen, was ich hier eigentlich tue. Ich habe selber keine Ahnung. Und so muss ich gleich das Haus verlassen. Meine Güte. Man kann ihn natürlich aufbauen. Dann wird er intensiver. So, ich trage mir jetzt aber mal unten am Wimpernkranz auf Balance auf, den ich noch nicht benutzt habe. Oh, ein sehr, sehr schöner Rosa. Er sieht beige-rosé ein bisschen so wie mein Nagellack, doch so ein nudiger Nagellack. Wirkt aber komplett. Boah, habe ich viel Fallout. Also jetzt ist gut. Sehr viel Fallout. Ich glaube auch, dass ich noch irgendwas Rosanes da unten hin machen werde, weil so wie es jetzt gerade aktuell aussieht, wollte ich nicht auch. In dem russischen Video, hat sie gesagt, dass es aussieht wie eine New Nude Palette, wenn man die Farben wegmacht. Und ich finde schon,
Dass sie recht hat, das ist einfach eine nudige Palette, wenn man die oberste Reihe entfernt. Ich muss aber auch sagen, gerade eine neutrale Palette mit ein bisschen Eye Catch braucht man im Leben. Also man braucht keine kunterbunte Palette, die man eh nicht benutzen kann. Und deswegen hat sie wahrscheinlich diese hier auch gemacht. Ich benutze den Ton nochmal hier. Keine Ahnung, warum ich das jetzt so mache. Aber es hat mir irgendwie gefallen, dieses Rosa. Wisst ihr, das ist so ein Altrosé. Sieht mega auch aus auf den Lippen. So ein Ton. Deswegen, wieso nicht? Okay, mit dem hellsten Ton habe ich ja eh schon ein Problem. Ich muss sagen, es gibt für mich in dieser Palette keinen hellen Ton, womit ich highlighten kann. Ich müsste immer irgendwie dieses Glitzer drauf tragen. Schaut mal, so. Ich weiß gar nicht, in welche Richtung ich... Wollte ja, dass es so ein bisschen ja, bunt ist, aber nicht zu bunt. Und ich denke, das sieht ein bisschen wuscht aus. Es sieht wirklich ein bisschen nicht so, wie ich wollte, aus. So. Ich ziehe mir einen Lidstrich und dann komme ich zum Fazit dieser wunderschönen Palette. So, ihr Lieben, ich bin auf jeden Fall mal fertig geworden. Ich habe da ein bisschen abgenommen, da ein bisschen dazugenommen, also hin und her geblendet und geguckt und keine Ahnung was. Ich bin immer noch nicht so hundertprozentig, sag ich mal, zufrieden. Aber es ist schon besser, als ich erwartet habe von dem Türkis. Es sieht man auf jeden Fall ganz, ganz krass, das Türkis. Und es sieht zwar irgendwie bunt aus, aber irgendwie doch nicht so ganz so bunt. Ich hoffe, ihr wisst, was ich meine damit, dass wir halt in einer Farbfamilie gewesen sind und dann wirkt das Make-up nicht mehr so bunt, wenn ich jetzt nur Grüntöne benutze und statt grün, blau, lila, also ein ganzer Regenbogen durch, wirkt das doch anders da. Und ja... Ich habe auch so einen Lidstrich in so einem ähnlichen Ton wie da hinten benutzt. Ich finde auch nicht, dass es heute so türkisblau-grün, türkisgrün wirkt, wie der Ton oftmals hier drinne einfach wirkt, sondern so richtig schön blau. Vielleicht kann man das ganz gut erkennen mit der Softbox. Ich finde, im Video sieht man doch mehr Resultat als auf ein Bild. Aber ich rate euch mit dieser Palette ganz vorsichtig. Ich habe sie angesprüht. Dann haben die gecreased, weil sie von der eigenen Textur her einfach ganz normal, geht das? Von der Textur her sehr glibbelig sind. Die Matten sind ausgesprochen gut. Man bekommt aber nicht unbedingt das Produkt, was man sieht. Also ich bin nicht hundertprozentig mit dem Make-up verbunden. Merke ich auf jeden Fall. Hier fehlt mir persönlich etwas, was universell dunkel ist. Ein Dunkelbraun. Statt ein Dunkellila, wobei das ja auch gut zu diesen Rosa-Lila-Geschichten passt, ein Dunkelbraun hätte man. Also so ein fast Schwarzton. Wisst ihr, was ich meine? Wäre nicht schlecht gewesen. Dann haben wir hier einen wunderschönen Ton. Der gefällt mir richtig, richtig gut. Es ist den ich unten am Wimpernkranz aufgegeben habe und auf einmal... rosa geworden ist. Ich finde, dort sieht er halt relativ... Ja, man... Vielleicht ist es auch diese durchsichtige Verpackung, die einen irritiert. Ich habe überlegt, wenn man... Vielleicht ist auch die Haut, ne? Ja, es wird schon alles irgendwie rosa. Ich habe jetzt den Beigen genommen.
der am neutralsten eigentlich in der Palette ist. Dann Karma zum Beispiel. Ist ein richtig warmes, ja, Korall. Utopia. Richtig schön orange. Ja, das sind so eine Farbfamilie irgendwie. Und doch nicht. Die anderen zwei sind etwas kühler vom Rosaton. Vielleicht könnt ihr auch noch mal erkennen, wie schön es glitzert und schimmert. Wenn ich mal das also Handylicht anmache, dann sieht man das extrem. Also so für Fasching und sowas. Ja, dieses Glitzer, dieses ultrafeine Glitzer. Vielleicht erkennt ihr aber auch, dass ich es im ganzen Gesicht hängen habe, leicht. Ich meine, man würde es ja wahrscheinlich nicht im normalen Licht sehen, wenn keine Sonne drauf scheint. Aber wenn man einfach. Ja, es sieht schon. Es sieht ultra universummäßig aus und es gefällt mir wirklich gut. Also gefällt es mir mehr. Ich mache jetzt nochmal das Licht aus, damit ich euch jetzt doch mein Fazit ziehen kann, wie ich die Palette im Gesamten finde. Licht ist aus. Ich muss sagen, die Palette an sich für schnelle Looks, nein. Also für schnelle matte Looks, ja. Wenn man aber wirklich einen richtig schönen, also die man wirklich schnell benutzen kann, sind diese hier. Den hier könnte man auch etwas schneller benutzen, mit dem Finger einfach drauf und dann so ziehen. Habt ihr ja vorher im Swatch gesehen, dass es sich super swatchen ließ. Und man kann es auch aufs Lid packen. Je mehr man schichtet von diesen krümeligen Geschichten, je mehr zieht sich das Lid leider zusammen. Also wenn man es bei der zweiten Schicht nicht so richtig hinkriegt, dann muss man sich schon lieber den Finger nehmen und dann lieber so tupfend, damit man einfach die einzelnen Partien erwischt. Sonst hat man auf einem Fleck so ein zusammengezogenes Lid und auf der anderen Seite nicht. Ansonsten, die Matten sind exzellent. Die Glitzer sind super. Sie halten den ganzen Tag. Und unten am Wimpernkranz mache ich eh nicht so viel. Also nicht so viel Getusche und keine Ahnung was. Von daher fällt nicht so viel runter. Wenn ich jetzt mit dem Pinsel da oben lang gehe, dann fliegt alles runter. Und dann haben wir den Salat und man sieht ja im normalen Licht, also so im normalen Tageslichtleuchte, ist es nicht so intensiv. Ich selber erkenne auch nicht so viel, was runtergepurzelt ist. Raten würde ich euch trotzdem immer die Foundation danach zu machen, weil man einfach ein schöneres Hautbild hat, wenn man es danach macht. Ansonsten hat es auf jeden Fall ein Plus. Es sind verschiedene Farben drinne, die man wirklich als Eyeshadow ein Look benutzen kann. Man kann einfach variieren. Das Lila war jetzt nicht ganz so klasse. Also ich muss sagen, der dunkelste Ton, den hätte man austauschen müssen wie heißt das? Ich nehme mal jetzt extra eine Hautstelle, wo viel Textur ist und zeige euch mal. Swatches gibt es genug, deswegen ich swatch meine Palette ungern. Ich hasse es, so Deadshine zu hinterlassen. Mal. Viele besondere Töne hat es nicht. Es ist eigentlich eine rosa Palette mit ein paar Accessoires auf dem Auge, dass es nicht ganz so rosa aussieht. Es gefällt mir trotzdem nach wie vor und ich habe auch gerne rosa. Aber wer halt eben dieses rosa-lila wegen zwei blauen Tönen, braucht man die Palette nicht kaufen. Also um das Türkis zu haben, braucht man die Palette nicht zu kaufen und auch diesen Ton nicht. Der ist ganz, ganz toll. Also ich liebe dieses Grün. Wenn man es leicht aufträgt, dann ist es eher so bläulich. Wenn man es intensiv aufträgt, wirklich grünlich. Ich liebe diese ganzen Beige-Grün-Goldtöne. Ganz, ganz toll. Ich liebe die matten Geschichten, die lassen sich super verblenden. Man kann ganz, ganz tolle Looks haben. Dieses Lila hat mir besonders gut gefallen auf dem ganzen Lid. Es sah einfach gestern gigantisch aus, wo auch noch die Sonne drauf geschienen hat. Ich habe euch versucht, das einzufangen, aber es ist fast unmöglich. Man kann es einfach nicht Ich würde auffangen. sagen, ich schließe dieses Video ab mit diesen vier Videos. Und ich hoffe, die Inspiration hat euch gefallen. Ich hoffe, ich habe nicht zu viel wirres Zeug geredet. Immer, es sind halt doch immer die Kinder, die Mami holen, ne? So, ich schließe ab. Ich hoffe, es gefällt euch. Je länger ich halt eben drauf gucke, je mehr gefällt mir auch heute mein Look. Es ist natürlich außergewöhnlich. Ich würde vielleicht nicht unbedingt im Büro so arbeiten wollen. Oder ja. Aber kurz auf die Arbeit zu gehen, Hallo zu sagen, meinen Schlüssel mitzunehmen, das ist auf jeden Fall möglich.
Ja, ich sage tschüss.